Hallo und willkommen bei Music and Stuff. Wir befinden uns hier in den Augsburger Lautstark-Studios, um mit dem Bellerophone Project Manu und Andy einen Workshop aufzunehmen. Aber bevor es richtig losgeht, wollen wir euch die Jungs erstmal vorstellen und was sie so für Musik machen. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee zu dem Projekt gekommen, beziehungsweise wann ist es überhaupt losgegangen? Losgegangen ging es letztes Jahr im August. Da habe ich auf einmal eine mysteriöse Nachricht von einem Herrn Andreas Schaberer erhalten, wo er mich einfach gefragt hat, ob ich Bock hätte, mit ihm mal einen Song einfach zu machen. Und daraus ist halt dann praktisch unsere erste Single Chris Lattice entstanden. Und eigentlich war der Plan auch gar nicht von Anfang an, eine Band draus oder irgendwie so zu machen, sondern wir haben einfach mal geschaut, ja, was passiert halt. Dann geht die zweite Frage quasi weiter in die Vergangenheit. Wie bist du auf die Idee gekommen, ihm eine Mail zu schreiben, beziehungsweise wie bist du überhaupt auf ihn gekommen? Das war eigentlich mehr oder weniger so, dass ich so einen Tag hatte, der war mir einfach langweilig und da habe ich im Internet halt ein paar Videos angeschaut und dann, ich habe generell schon mal von Farewell to Arms gehört, also Manu seiner alten Band. Und dann habe ich da so ein Video entdeckt, also ein Playthrough-Video von Manu und das fand ich so krass. Und dann dachte ich mir, ja, also was der kann, das kann halt hier in der Umgebung echt keiner. Und ja, dann schreibst du den halt mal an und fragst ihn, ob er vielleicht mal Lust hätte, mit dir was zu machen oder so. Seit wann spielst du Schlagzeug und wer sind so deine Vorbilder, beziehungsweise wie würdest du deinen Stil so beschreiben? Ich habe so mit 2-3 Jahren schon so meine ersten Gehversuche halt gemacht. Da ging das Ganze schon so los und dann mit im Alter von 6 habe ich dann angefangen, auch Unterricht zu nehmen. Also mir geht es immer darum, so viel verschiedene Musik wie möglich zu hören. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der eingefleischteste Metal-Fan irgendwie bin und nur Metal spielen möchte. Also meine Einflüsse, sage ich mal, sind eigentlich relativ mehr aus anderen Musikrichtungen, wie jetzt der Metal. Zum Beispiel R&B fasziniert mich halt im Moment wahnsinnig und Funk und so, und keine Ahnung, so Schlagzeuger wie Aaron Spears oder David Garibaldi fallen mir jetzt da gerade so spontan ein. Und Metal-Drummer sind es eigentlich gar nicht so. Weil, also ich versuche halt so rund wie möglich halt zu sein da, und Sachen zu machen, die ein bisschen untypischer sind. Also, das ist nicht genau das, was jemand eigentlich erwartet hätte. Da versuche ich gerade halt so ein bisschen halt diesen Rahmen halt zu sprengen und halt ein bisschen frisch und experimentierfreudig halt an die Sache mal ranzugehen. Du spielst ja auch relativ ungewöhnlich Gitarre, kann man mal so sagen, schon vorab. Also viel mit so eher unüblichen Techniken wie Slapping und sowas. Wie hast du dir das so über die Zeit drauf geschafft oder wie kam es dazu? Marco Kubo hat mich ziemlich geprägt, wenn ich ehrlich bin. Also da bin ich immer noch ein total krasser Fan davon. Jetzt nochmal wegen dem Slapping, das habe ich mir angeeignet, indem ich einfach so ein bisschen rumprobiert habe. Also ich finde, es fühlt sich wahnsinnig natürlich an, wenn du einfach slappst. Und also ich weiß, mir macht es auch wahnsinnig Spaß und ich finde, es klingt halt auch richtig cool. Du kannst damit wahnsinnig coole Sachen machen. Und wie muss man sich dann das Songwriting bei euch vorstellen? Also meistens ist es so, dass der Andi mit irgendeinem Riff halt kommt. Wenn wir es cool finden und wir finden, dass es Potenzial hat, daraus halt was Komplettes zu machen, versuchen wir, was halt auch wichtig für diese progressive Musik ist, halt da eine Struktur halt reinzubringen, ne? Weil es ja doch sehr komplex ist. Und wenn wir dann so diese Struktur halt haben, versuchen wir diese abzuarbeiten und halt dementsprechend auf der Gitarre halt diese Parts halt zu schreiben und die dann auch halt sinnvoll miteinander zu verknüpfen. Es gab auch schon Situationen, wo ich halt mal irgendwie einen Beat gespielt habe und der Andi dann gemeint hat, boah, kannst du das bitte irgendwie sofort festhalten? Ich habe da irgendwie schon gitarrentechnisch irgendwas im Kopf. Also das gab es auch schon. Und probt ihr dann auch noch ganz normal im Proberaum gemeinsam oder läuft es eher so, du machst deine Sachen bei dir daheim, er bei sich und ihr schickt euch das dann so hin und her? Ja, eher letzteres.
Also wir schicken uns das Ganze hin und her und arbeiten das dann ab und treffen uns auch aber ab und zu und dann quatschen wir halt einfach und erzählen uns halt, was wir für Ideen haben und wie wir das und das halt noch verschieben könnten. Und geprobt wird dann eigentlich erst, wenn halt wirklich eine Show ansteht und dann aber richtig auch. Bis jetzt seid ihr hauptsächlich mit 2 Videos und 2 Songs in Erscheinung getreten. So in der Öffentlichkeit, was ist so für die nächste Zeit geplant? Was kann man noch von euch erwarten? Ja, wir schreiben jetzt gerade die EP, die hoffentlich im Mai, Juni halt auch rauskommt. Wir spielen auf dem Euroblast Festival dieses Jahr. Dann steht auch noch eine kleine Tour an, wo wir aber jetzt noch nicht mehr drüber sagen dürfen. Und noch viele andere Dinge passieren gerade so im Hintergrund, wo ich jetzt nicht mehr drüber sagen kann. Aber ich sag mal so, wir arbeiten an sehr vielem, sehr hart, und es wird noch sehr viel sehr Hartes kommen. Ja, jetzt habt ihr schon mal so einen ersten Eindruck, wer die Jungs sind. Damit ihr aber auch gleich in der ersten Folge was davon habt, gibt es auch noch ein bisschen was zu gewinnen von den Endorsement-Firmen der beiden. Was genau das ist, könnt ihr euch bei uns auf der Homepage www.musicandstuff.de anschauen. Viel Spaß beim Nachspielen und Üben.